Wir wollen uns verständigen in Zukunft zu den verschiedenen Bildungsthemen, zu den verschiedenen gesellschaftspolitischen Themen, zu den ökonomischen Themen, die wir besprochen haben, ist immer der Treiber. Wir gucken uns das immer an und fragen uns nach der Zukunft des jeweiligen Themas. Heute fragen wir uns gemeinsam mit Thomas Krüger, dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung, nach der Zukunft der politischen Bildung. Und wir wollen das hier nicht nur zu zweit machen. Wir werden im nächsten Step, die stelle ich dann später auch nochmal vor, Shari Kowalewski und den Jakob Heidenreich, zum einen vom Bildungszentrum Schliersee, zum anderen der Jakob aus der Geschäftsstelle Berlin, nochmal mit IG Metallerinnen Blick das gemeinsam diskutieren wollen und dann aber auch schnell aufmachen, weil uns auch eure Erfahrungen, eure Ideen, eure Ansätze interessieren. Jetzt aber erstmal zu dir, Thomas. Du bist seit 2000, also seit 23 Jahren, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Begriff ist allen bekannt. Vielleicht wissen nicht alle, was ihr im Alltag macht. Das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, weil das alles hier politische Menschen sind. Aber wir werden erstmal einen kurzen Input durch dich bekommen. Ein bisschen was hören zu den Herausforderungen, die ihr als Organisation meistert. Wir reden ja selbst auch immer von Transformation. Bei euch verändert sich auch total viel. Und ihr bleibt mit euren Ansätzen gesellschaftspolitisch genauso in Bewegung, wie wir es mit unserem Bildungsanspruch machen. Sag uns doch vielleicht zwei, drei Sätze zu dir als Person, dann gebe ich dir nochmal das Mikro. Wie bist du zu dem Job gekommen? Was macht da besonders Spaß? Und wo würdest du sagen, das ist manchmal auch eher Pflicht? Also zu dem Job bin ich gekommen im Jahre 2000, als vier Kriterien formuliert worden sind für die neue Präsidentschaft der Institution Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist ein großer Reformprozess gewesen damals. Kriterium Nummer eins, man sollte von Jugendtargeting, also von Ansprache jugendlicher Ahnung haben. Da konnte ich sozusagen aufwarten mit den Erfahrungen als Senator für Jugend und Familie in Berlin, habe Jugendpolitik gemacht und da eine Menge Erfahrung gesammelt. Zum Zweiten sollte man ein bisschen Ahnung von Online haben. Das war im Jahre 2000 noch nicht flächendeckend verbreitet, erst recht nicht in der politischen Bildung. Und wer damals die Website der Bundeszentrale bedient hat, ist mindestens beim zweiten Klick hängen geblieben, weil sich die ganze Geschichte aufgehängt hatte und eine alte Architektur gewählt worden war. Der dritte Punkt, man sollte aus dem Osten kommen, ja, traf auf mich zu. Ich bin Plast- und Elastfacharbeiter, also habe ein bisschen Schwerchemie kennengelernt, in meiner Berufsausbildung da auch gearbeitet in Fürstenwalde. Der vierte Punkt, den konnte ich nicht erfüllen. Man sollte auch noch eine Frau sein. Also die vier Kriterien waren damals sozusagen aufgestellt. Ich war aber mit drei Kriterien im Vorsprung vor allen Konkurrenten. Vielleicht so viel zu meiner Bio und deiner Frage, wie ich zu dem Job gekommen bin. Und dann sag uns nochmal als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, von dem, wo du da sagst, das ist eine große Herausforderung, da bist du mit Engagement drin. Was sind so die großen Sachen, die dir thematisch, inhaltlich auch besonders politischen Spaß bereiten? Also es gab einen Erlass, bis ich in die Bundeszentrale kam, der gesagt hat, dass man sich mit politischer Bildung in der Bundeszentrale an das deutsche Volk zu wenden hat, was implizit sozusagen einen Ausschluss bedeutete. Das haben wir sofort korrigiert. Es war mir sozusagen sehr wichtig in meiner Arbeit, immer prinzipiell alle Menschen zu erreichen. Politische Bildung ist kein Privileg von irgendwelchen Teilen der Gesellschaft, sondern steht allen zu. Und die Institution hat langen Weg gegangen, um das auch möglich zu machen, um zu definieren, wie erreiche ich die verschiedenen Zielgruppen in einer Gesellschaft, die vielleicht viel besser als die Privilegierten politische Bildung für ihren Alltag auch gebrauchen können. Das heißt aber sozusagen auch neue Formate zu entwickeln, neue Ansprechszenarien zu entwickeln. Und das ist sozusagen vor allem im Online-Bereich, aber auch durch neue Formate in den letzten Jahren systematisch entstanden. Und natürlich sozusagen versuchen wir nicht nur auf uns als Institution zu gucken, sondern auf das ganze Feld der politischen Bildung, weil das sind sehr viele Träger, sehr viele kompetente Leute, nicht zuletzt auch die gewerkschaftspolitische Bildung, die natürlich strukturell da Partner in diesem, bei diesem Anliegen sind. Und da haben wir sozusagen, glaube ich, eine Menge umgesteuert in den letzten 20 Jahren. Umgesteuert ist wahrscheinlich schon der richtige Begriff. Ihr seid selbst, habe ich ja gesagt, wir sagen immer, wir sind mit unserer Bildungsarbeit in Bewegung. Ihr seid als Organisation in Bewegung, müsst den großen Herausforderungen der Bundesrepublik begegnen. Verändert euch da als Organisation auch selbst. Dazu hören wir jetzt ein bisschen mehr in deinem Input.
dann freie ich dich vom Mikro, genau. Und bitte dich dafür, ganz kurz zum Podium zu kommen. Wir freuen uns auf den Input. Thomas Krüger erstmal. Ja. Kurz Moment. Lieber Jonas, lieber Shari, lieber Jakob, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verrate euch sicherlich kein Geheimnis. Ihr habt es ja eben schon an dem Statement mitbekommen, dass wir uns als Bundeszentrale eigentlich über mangelnde Arbeit und mangelnde Aufgaben nicht beschweren können. Derzeit heißt dabei, dass wir natürlich in einer Zeit von ökonomischen Unsicherheiten, internationalen Konflikten und gesellschaftlichem Kulturkampf unsere Arbeit tun müssen. Und diese Probleme kumulieren, legen sich übereinander. Man spricht von Multikrisen. Und das ist sozusagen eine extreme Herausforderung, die die politische Bildung aktuell in den letzten Jahren auch unterscheidet von vor 10 oder vor 20 Jahren. Es herrscht Krieg in Europa, aufklärerische Werte und die liberale Demokratie erscheinen akut bedroht durch Regime von außen, wie Russland, durch autoritäre Bewegungen im Inland. Ihr kennt die Herausforderungen aus eurer alltäglichen Praxis. Hierzulande steht besonders die Frage nach der Energieversorgung unserer weithin stark industriell geprägten Volkswirtschaft im Fokus. Überhaupt scheint die vertraute wirtschaftliche Stärke Deutschlands irgendwie fragiler geworden zu sein, auch weil Arbeitskräfte fehlen, weil viele gesellschaftliche Systeme ziemlich gestresst sind und dysfunktional wirken. Wahrscheinlich stehen uns durch die Inflation und Wohlstandsverluste weitere soziale Konflikte und gesellschaftliche Spannung überhaupt erst noch bevor. Der Druck dieser Umstände bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den politischen Diskurs. Wir spüren, dass der Wind rauer wird in der Debatte, wie weit unsere Unterstützung der Ukraine gehen sollte oder wie mit der neuen Geflüchteten-Situation und mit Migration im Allgemeinen umgegangen werden sollte. Letztlich in allen zentralen politischen Fragen wird scharf diskutiert und heftig gestritten. Das muss per se ja nicht schlecht sein, weil, wie ihr alle wisst, gehört Kontroversität zu den Lebensmitteln politischer Bildung und ist in der politisch-bildnerischen Arbeit an sich eigentlich erwünscht und ein sachlicher politischer Streit ist eben auch willkommen. Sorgen machen uns jedoch die hier zunehmend populistischen Entgleisungen. Und Sorgen machen auch neue Protestformen, die wir mit unseren bislang gängigen Kategorien noch nicht adäquat beschreiben konnten. Die zum Teil radikalen Proteste gegen die Corona- oder Ukraine-Politik und die dabei von einigen demonstrierte Feindseligkeit gegenüber den klassischen und etablierten Parteien und Institutionen zeigen, dass sich breite Bevölkerungskreise im Grunde nicht mehr repräsentiert sehen in der Demokratie. Und nicht umsonst hat der Bundesverfassungsschutz im Jahre 2021 einen neuen sogenannten Phänomenbereich versucht zu beschreiben und zu kreieren, den er verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates nennt. Das unterscheidet sich massiv von den sozusagen klassischen Extremismusbeschreibungen als Phänomenbereiche und zeigt, dass wir es mit Problemen in der Mitte der Gesellschaft zu tun bekommen. Diese mannigfaltigen Problemlagen, und ich habe hier nur einige angerissen, haben auch dazu geführt, dass in der Öffentlichkeit immer häufiger nach politischer Bildung gerufen wird. Das ist geradezu reflexartig, wie auf jede sozusagen Herausforderung im politischen Raum mit der Relevanz politischer Bildung argumentiert wird. Und dadurch hat unsere Profession natürlich in den letzten Jahren stark an Bedeutung und an Relevanz gewonnen. Das bringt auch eine besondere Verantwortung mit sich, um dieser gerecht zu werden und die Arbeit der Bundeszentrale an gesellschaftlichen Bedarfen orientiert zu entwickeln, müssen wir versuchen, auch neue Wege zu gehen, innovativ zu bleiben. Das beinhaltet, dass wir uns den verschiedenen Themenfeldern zum Teil mit ganz neuen Ansätzen und über auch neue Zugänge annähern müssen. Selbstkritisch muss man sagen, dass die politische Bildung nicht immer und zu jeder Zeit alle Menschen in der Gesellschaft erreicht hat. Politisch bilden tun sich am besten diejenigen, die schon politisch gebildet sind. Das ist sozusagen so der gängige Tenor eigentlich. Das ist aus unserem Stammpublikum, die schon politisch Gebildeten.
Jetzt das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, wir wenden uns gar nicht mehr an die, ist auch ein Fehler, weil das ist ein Stabilitätsfaktor sozusagen der Demokratie und auch die multiplikatorische Wirkung von denjenigen, die überzeugt sind, die politisch gebildet sind, brauchen wir auch in der Gesellschaft. Dennoch darf man sich nicht darauf fokussieren und beschränken. Politische Bildung war und ist ungleich verteilt. Nicht alle Menschen in der Bundesrepublik erfahren gleichermaßen Aufmerksamkeit durch unsere Angebote. Aus verschiedenen Gründen fehlt ihnen der Zugang zu Informationen der politischen Bildung und auch zu Möglichkeiten der politischen Teilhabe. Zu den wichtigsten Ursachen dafür zählen sozialkulturelle und physisch-räumliche Distanzen. Eine sozialkulturelle Distanz entsteht als sogenannte Kulturschranke. Hochschwellige Angebote der politischen Bildung können zu einem Selbstausschluss aufgrund antizipierten Fremdausschlusses führen. Also das heißt, ich schließe mich selbst sozusagen von den Angeboten aus, weil ich annehme, dass ich sozusagen von den Professionellen ausgeschlossen werde. Das führt natürlich sozusagen zu erheblichen Einschränkungen von Zugangschancen. Und in diesem Zusammenhang wird häufig von den Kommstrukturen in der politischen Bildung gesprochen, wobei wir auch hier nicht nur das physische Kommen, etwa aus der ländlichen Region in ÖPNV-schwache Peripherien in die politischen Ballungszentren gemeint ist, sondern auch die stillschweigende Erwartung in bildungsbürgerliche Formatstrukturen wie Seminare, Fachmagazine, Publikationen, die Schriftenreihe der Bundeszentrale zum Beispiel ist ein Beispiel dafür, kommen zu müssen, um nicht vom politischen Diskurs abgetrennt zu sein. Dem haben wir bereits und wollen wir in Zukunft entgegensteuern, etwa mit neuen Fachbereichen, die sich eher sozialräumlich definieren. Wir haben einen Fachbereich, der nennt sich politische Bildung im ländlichen Raum und einen, der nennt sich politische Bildung in Transformationsregionen. Und da geht es eben darum, mit aufsuchenden Konzepten sozusagen in diesen Sozialräumen Partner zu identifizieren, mit denen politische Bildung gelingen kann, weil Multiplikatoren und Partner in sozialen Räumen verfügen über Expertise und Glaubwürdigkeit, die das, wenn man so will, die Währung der politischen Bildung ist und die Eingangssituation bestimmen, ob überhaupt politische Bildung in solchen Regionen gelingen kann. Insbesondere unser neuer Standort in Gera, wir haben neben Bonn und Berlin eben einen dritten Standort bekommen vor 3 Jahren, beschäftigt sich mit diesen Fragen sozusagen der G-Strukturen, also der aufsuchenden politischen Bildung. Ich bin sehr froh über diese neuen Schritte, die wir gehen. Ein Grund, sich zurückzulehnen, ist das natürlich nicht. Elementar für uns ist es, die Arbeit zu reflektieren und auf Nutzungsgewohnheiten und eben gesellschaftliche Entwicklung anzupassen. Schon jetzt ist klar, die aufsuchende politische Bildung wird weiterhin einen Fokus unserer Arbeit ausmachen. Ein Feld, das bereits Thema dieser Tagung war und wo wir die Ansätze gerne mit euch weiter diskutieren und besprechen würden. Die Bildungswissenschaftler Felix Ludwig und Helmut Bremer haben dieses Konzept so definiert, ich zitiere, aufsuchende politische Bildung ist bestrebt, sozialkulturelle wie physisch-räumliche Distanzen zu potenziellen Teilnehmenden durch aktives Zugehen zu überwinden, wobei ein starker Fokus auf die Entwicklung und Pflege tragfähiger Beziehungen und Netzwerke gelegt wird. Zitat Ende. Aufsuchende politische Bildung kennzeichnet also das Verlassen der klassischen Kommensstrukturen in der Bildungsarbeit. Das bedeutet, sich an die Menschen in ihren jeweiligen Sozialräumen direkt zu wenden und eben im eigenen Kiez oder dem eigenen Betrieb, damit sie zusammen einen Zusammenhang herstellen können zwischen den Anforderungen, die sie im Alltag zu bewältigen haben, und den zugrunde liegenden gesellschaftlichen und politischen Strukturen. Solche Ansätze der Lebenswelt- und Subjektorientierung bedeuten für die politische Bildung nicht nur, dass sie unterschiedliche Angebote für verschiedene Menschen zur Verfügung stellt, sie muss diese vielmehr mit den Menschen entwickeln. Ich will das an einem Beispiel kurz ausführen, nämlich der Digitalisierung. Wir wissen um die geänderten Mediennutzungsgewohnheiten, insbesondere der jungen Generationen. Rezeption und Kommunikation, auch politische, findet heute zu einem großen Teil online statt. Digitale Medien bieten die Möglichkeit, sich orts- und zeitunabhängig zu gesellschaftspolitischen Themen zu informieren. Sie ermöglichen die Teilhabe an meinungsbildenden Prozessen. Heute können durch Tweets, entsprechende Hashtags, animierte Grafiken und Kurzvideos
Debatten angestoßen und bestimmt werden, die früher erst nach viel längerer Zeit ein großes Publikum sozusagen erreicht hätten. Nutzerinnen und Nutzer können sich untereinander vernetzen, austauschen und auch bestärken. Sie können die unterschiedlichen Medienformate kreativ mitgestalten, also Partizipation spielt auch hier eine sehr starke Rolle, und sich einbringen. Die Bundeszentrale verfolgt mit großem Interesse die stark personalisierte Kommunikation mehrheitlich junger Akteure, statt diese pauschal als vermeintlich belanglose Selbstdarstellung abzustempeln. Wir sind natürlich nicht naiv. Der direkte Zugang und die schnelle und hohe Verbreitungsdynamik, denen stehen auch destruktive Kräfte gegenüber. Digitale Medien können Aufklärung und Emanzipation transportieren, aber wir wissen, dass der natürliche Feind der politischen Bildung, also die Desinformation, auch reichlich Gebrauch von den Medien macht. Hierzu gehört natürlich das sogenannte Dark Social Phänomen. Menschen ziehen sich zunehmend aus den halböffentlichen Teilen sozusagen digitaler Kommunikation, Stichwort Facebook oder Twitter, in vermeintlich private Kommunikationsräume von bestimmten Messenger-Diensten zurück. Hier wirkt fast keine moderierende oder regulierende Kraft mehr. Und so kann eben die wildeste Propaganda einfach unwidersprochen bleiben. Desinformation vereinfacht unsere Wirklichkeit. Sie erreicht daher viele, die sich für die Herausforderungen unserer Zeit einfache Lösungen wünschen. Ihr Gift passt insofern leider hervorragend zu technisierter Massenkommunikation. Spätestens die Pandemie und die in ihrem Gefolge verbreiteten Gerüchte, Verzerrungen und Verschwörungserzählungen haben auch diese Schattenseiten der Digitalisierung deutlich aufgezeigt. Was folgt eigentlich daraus für die aufsuchende politische Bildung? Ein theoretisch-didaktisches Konzept für eine digitale politische Bildung gibt es nach meinem Dafürhalten noch nicht. Es lohnt aber, darüber weiter nachzudenken und entsprechende Ansätze zu entwickeln. Logischerweise kann ich Zielgruppen nur dort aufsuchen, wo sie sind. Die politische Bildung muss auf die Verschiebung von Debattenräumen in halböffentliche und private digitale Kommunikationsformate mit der Weiterentwicklung ihrer Angebote reagieren. Dort muss ihnen auf Augenhöhe begegnet werden, um Partizipation, also Beteiligungsform, Interaktion zu ermöglichen. Um in diesen neuen Medien glaubwürdig zu sein, sind Zugänge über Influencer und Streaming-Formate wie zum Beispiel Podcasts oder Webvideos wertvoll. Man kann fast sagen, dass von der Nutzeranzahl in diesen Bereichen die größten Zuwächse in den letzten Jahren erreicht worden sind. Insbesondere trifft das auf Podcasts zu. Auch Messenger-Dienste wie Deine tägliche Dosis Politik, das ist eher ein zufälliger Beifang, ein Beifangsformat der Bundeszentrale bei der vorletzten Bundestagswahl gewesen. Wir haben quasi an die ErstwählerInnen und Erstwähler sozusagen einen kurzen Überblick über das, was jeweils an dem Tag diskutiert worden ist, in einen solchen Messenger-Dienst versucht zu implementieren. Und die Abonnentenzahlen sind rapide in die Höhe geschnellt. Wir haben also 50.000 Abonnenten von diesem Format innerhalb kurzer Zeit zu verzeichnen gehabt. Und das ist das Bedürfnis, qualifiziert politisch mitreden zu können. Und dazu brauche ich natürlich Informationen. Und dieser Messenger-Dienst gehört mit zu den sozusagen dynamischen, erfolgreichen neuen Formaten, die wir uns vor 10 Jahren überhaupt noch nicht hätten träumen lassen. Wie in der analogen Welt müssen Menschenrechte, liberale Werte und Demokratie im Netz gelebt, verbreitet und eingefordert werden. Sie kommen eben nicht von selbst. Dieser Kampf wird eben niemals in der Komfortzone geführt und gewonnen. Um ihn effektiv zu führen, müssen wir dahin, wo es wehtut. Gerade dort, wo eine zunehmende Verbreitung von Desinformation, Hate Speech stattfindet, da muss eben auch sozusagen das Format der politischen Bildung sich bewähren. Dafür steht exemplarisch ein Bewegtbildformat wie Unfake, was für einen kritischen Umgang mit Desinformationen sensibilisiert, in dem zusammen mit den Zielgruppen, vertraute Personen, also Multiplikatoren, Webvideo veröffentlicht werden und auf diese Art und Weise Expertise zur Dekodierung von Desinformationen verbreitet wird. Zudem muss aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich ein kritischer Blick auf die ganzen Plattformen gerichtet werden. Die Plattformen wie der Meta-Konzern
sozusagen nutzen Daten der Nutzenden eben für Werbezwecke aus. Ihr wisst das alles. Und die Frage, die man uns immer stellt, ist, wie könnt ihr das eigentlich machen, dass ihr sozusagen auf diesen Plattformen politische Bildung macht? Die sind so fragwürdig und so stark zu kritisieren. Und für uns ist es schlicht sozusagen ein Dilemma, mit dem wir zu tun haben. Nämlich das Dilemma, verzichten wir auf die Erreichbarkeit bestimmter Zielgruppen, die sich dort bewegen, nur weil wir eben die Plattformen ökonomisch kritisieren. Und unsere Antwort ist, ja, das eine tun und das andere nicht lassen. Das heißt, wir nutzen die Plattform, wir nutzen sie offensiv. Wir versuchen aber gleichzeitig sozusagen in entsprechenden Angeboten die Plattformökonomien zu kritisieren, sie einer Kritik zu unterwerfen und damit sozusagen auch eine Kontroversität herzustellen. Unser Förderprogramm Demokratie im Netz ist hier vor allem zu nennen. Das versucht sozusagen diesen Spagat. Hier werden neue und weitergehende Angebote der politischen Bildung geschaffen, die auf die Darstellungs- und Kommunikationslogiken der Plattformen ausgerichtet sind. Wir wollen Nutzerinnen und Nutzer gezielt adressieren, aber dabei unterstützen, dass sie eben mündige NetzbürgerInnen werden. Zudem achten wir darauf, Inhalte nie exklusiv für diese Medien zu produzieren. Das ist wichtig. Eben sozusagen bereitzustellen und bieten eben Alternativen an, um die Kommunikationsformate nicht durch Exklusivität zu unterstützen. Wir sorgen dafür, dass Nutzende die Plattformen bzw. die Messenger-Dienste kritisch hinterfragen und sich so eben für Alternativen entscheiden können. Man muss nicht zu WhatsApp, man kann auch Signal wählen. Für uns ist klar, politische Bildung muss, wenn sie als Medienbildung begegnet, kritische Medienbildung sein, wie wir dabei die bislang noch eher Com-Strukturen der digitalen Angebote in G-Strukturen weiterentwickeln wollen, muss eben noch weiter ausgeführt und exploriert werden. Ja, ein weiteres wichtiges Handlungsfeld, weshalb ich heute gerne auch hier bin, ist eben das Beispiel Arbeitswelt. Das Arbeitsklima bestimmt das politische Klima einer Gesellschaft. Zahlreiche Studien zeigen uns den Zusammenhang von Partizipation und Teilhabe im Berufsleben und der Unterstützung liberal-demokratischer Werte. Im Lichte dieser Korrelation erhalten die Arbeiten des Londoner Soziologen Thomas H. Marshall über demokratische Beteiligung im Arbeitsleben, von Marshall Industrial Citizenship genannt, eine neue Aktualität. Und auch aktuelle Forschungen, etwa des Basler Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftlers Oliver Nachtwey oder der Leipziger Autoritarismusstudie zeigen, je höher die Industrial Citizenship, desto niedriger ist die Zustimmung zu Ungleichwertigkeitsideologien, wie zum Beispiel Queerfeindlichkeit, Sexismus, Antisemitismus und Rassismus. Zuletzt konnte die Hans-Böckler-Stiftung im Rahmen des Forschungsprojekts Soziale Lebenslagen und demokratische Integration akzentuieren, wie stark eben antidemokratische Einstellungen allgemein und menschenfeindliche Ressentiments im Besonderen mit sozialen Lebenslagen und insbesondere mit deren Rezeption korrelieren. Erwerbstätigkeit, die als sicher empfunden wird, Gestaltungsmöglichkeiten in Job und Alltag sowie gesellschaftliche wie betriebliche Anerkennung des eigenen Beitrags sind deshalb eigentlich die beste Medizin gegen sogenannte kompensatorische Abwertung. Wer aber selbst Ohnmacht und die Abwertung des eigenen Beitrags zu einem Ganzen oder eben auch gerade im Arbeitsleben erfährt, der oder die ist dann eben auch eher geneigt, sich selbst abwertend zu verhalten. Bevorzugt werden dann als anders markierte Kollektive verachtet. Betriebe und Unternehmen sind daher aus Sicht der Bundeszentrale für politische Bildung sowas wie Werkbänke der Demokratie, an denen politische Bildung eben erfahren und erlernt werden kann. Man muss einfach sagen, Betriebe und Unternehmen haben auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Konstellationen in der Erwachsenenbildung. Sie sind viel heterogener als die Zielgruppen. Und in ihrer Heterogenität und generationsübergreifenden Dimension einfach hochattraktiv, um Aushandlungsprozesse und Kontroversen qualitativ hochwertig im Sinne der politischen Bildung zu führen. Das kann am Arbeitsort in den formalisierten, institutionalisierten und rechtlich verankerten Strukturen der Mitbestimmung stattfinden, zum Beispiel in der Interessensvertretung in Betriebs- und Personalräten. Partizipation findet aber auch informell statt, zum Beispiel, wenn es darum geht, gemeinschaftlich etwas zu gestalten oder an wichtigen Entscheidungen beteiligt zu sein.
Aber Partizipation am Arbeitsplatz allein reicht nicht aus, um nochmal Helmut Bremer zu zitieren, Zitat, die eigene Lebenssituation nicht nur schicksalhaft und individuell erscheint, sondern im Hinblick auf ihre Verstrickung mit gesellschaftlichen Zuständen wahrgenommen wird. Im Sinne der politischen Bildung ist es daher wichtig, Wissen und Kompetenzen zu vermitteln und Reflexionsräume zu schaffen, um eben die eigenen Handlungsoptionen und Handlungsspielräume zu erkennen und erweitern zu können. Aufsuchende politische Bildung in der Arbeitswelt muss die regionalen, branchenspezifischen Verhältnisse sowie die Bedarfe von Erwerbstätigen kennen und daraus passgenaue Angebote entwickeln. Sie muss niedrigschwellig sein, das heißt einfache, vor allem gut verständliche und auch zeitsparende Angebote machen und sich eben in den Arbeitsrhythmus einfügen und zu den Ressourcen passen, auch zu jenen von kleinen und mittleren Unternehmen. Im vorhergehenden Panel hat Jana Truman über ihre qualitativen Studien zu aufsuchender politischer Bildungsaktivitäten in der Arbeitswelt schon bereits gesprochen. Wir sind ja beteiligt an dem Projekt Demokratisch ist man nicht allein und haben das auch gefördert. Und deshalb sind die Ergebnisse dieses Projektes sehr hilfreich, sowohl für die gewerkschaftspolitische Bildungsarbeit insgesamt als auch für uns in der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen aus erster Hand mit politischer Bildung in der Arbeitswelt. Lasst mich daher zunächst nur mit einem hoffentlich exemplarischen Zitat aus der Studie schließen, wo eine befragte Teilnehmerin ein halbes Jahr nach der Bildungsveranstaltung zum Thema Verschwörungserzählungen angab, sie sei nun ein, ich zitiere, Stück weit sensibilisiert für diese Thematik und bestärkt, im Betrieb den Mund aufzumachen. Zitat Ende. In diesem Sinne für die weitere Arbeit und Diskussion. Danke für eure Aufmerksamkeit und natürlich das Motto Kopf hoch und nicht die Hände. Lieber Thomas, vielen Dank für den Input. Da war wahnsinnig viel drin. Wir wollen da so ein bisschen noch mal gemeinsam drauf schauen. Ich habe ja anfangs angekündigt, dass wir das nicht nur zu zweit machen wollen, sondern auch noch mal mit zwei Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis. Und da würde ich euch beide noch mal nach oben bitten, den Shari und den Jakob. Herzlich willkommen bei uns. Shari Kowalewski, du bist im Bildungszentrum in Schliersee tätig. Der Jakob Heidenreich arbeitet in der Geschäftsstelle Berlin. Und wir wollen ausgehend von deinem Input, da war ja wahnsinnig viel drin, ganz kurz hier gemeinsam noch mal in einen Austausch ins Gespräch kommen, gucken, was hat das mit euren betrieblichen Praxiserfahrungen, was hat das mit Seminarerfahrungen zu tun, wo begegnet euch das eine und das andere? Vielleicht haben wir auch als IG Metall Antworten gefunden und dann gemeinsam mit euch noch mal drauf schauen und auch eure Anmerkung, Praxiserfahrung mitzunehmen. Thomas, noch mal ganz kurz ein Hinweis, das ist ja die normalerweise alle zwei Jahre, das war jetzt mit Corona schwierig, stattfindende bundesweite Referentinnen-Tagung. Könnt ihr vielleicht ganz kurz für Thomas, damit er das so erkennen kann, nochmal mitteilen, wer hier ist Referent, Referentin und im Seminarkontext intensiv unterwegs? Gebt euch mal ganz kurz zu erkennen. Winke, winke. So, die absolute Mehrheit. Und dann haben wir auch politische Kolleginnen und Kollegen mit anderen Verantwortungen. Ein paar kennst du persönlich. Gebt euch mal zu erkennen, wer als Betriebsbetreuende in der Geschäftsstelle im Vorstand und so unterwegs ist. Auch eine Handvoll. Aber die meisten kommen sozusagen aus der Betriebspraxis, aus unserer Betriebspraxis, das heißt, sind als Referentinnen, Referenten, aber auch natürlich im Betrieb unterwegs. Jetzt aber erstmal zu euch beiden. Da war ja ganz viel drin. Ich will es jetzt gar nicht vorwegnehmen, nochmal aus meinem Blick. Ich fand zwei, drei Bilder total interessant, dass du meinst, das Problem ist eigentlich, dass politische Bildung und Teilhabe ungerecht verteilt ist, also dass man das genauso als Ressource betrachten muss wie andere Ressourcen. Du hast von eurem Ansatz der aufsuchenden politischen Bildungsarbeit, euer neues Büro in Gera, das fand ich total spannend, aber es geht jetzt nicht um mich und meinen Blick. Vielleicht nochmal, Shari, mit dir anfangt. Was ist bei dir besonders hängen geblieben? Was fandest du bemerkenswert oder was hast du sozusagen auch im Seminaralltag wiedererkannt? Ja, ich habe total viel wiedererkannt. Ich bin jetzt seit dem 1.2. im Bildungszentrum am Schliersee, aber vorher eben als ehrenamtliche Bildungsreferentin im Jugendbereich unterwegs gewesen. Habe da auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen politische Jugendbildungsarbeit eben vor allem gemacht. Und da fällt es auch total auf, dass eben der Zugang ganz unterschiedlich ist. Auf der einen Seite sind wir die größte politische Jugendorganisation, die es überhaupt gibt. Das bedeutet, wir haben ein sehr, sehr breites Teilnehmendenfeld sicherlich im Gegensatz
Gegensatz zu anderen Organisationen, die politische Bildung anbieten. Aber auch da haben wir immer noch einen unterschiedlichen Zugang. Wer kommt denn eigentlich zu unseren Seminaren und wie kommen die Teilnehmenden auch zu unseren Seminaren? Ganz viel ist es einfach, weil in Geschäftsstellen Werbung dafür gemacht wird und man da zusammen hinfährt. Und dann sind die Teilnehmenden motiviert dazu, eine Woche oder 3 Tage miteinander zu verbringen. Aber vielleicht nicht unbedingt total motiviert dazu, lange Sachen zu lesen oder sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen im ersten Moment. Und da ist die Aufgabe, die wir haben, glaube ich, uns anzuschauen, dass gesellschaftliche Problemstellungen und Punkte ganz eng verbunden sind eben mit Lebenswelten und mit der betrieblichen Realität und mit den Problemen, die im Alltag auftauchen. Wenn wir uns unsere Teilnehmenden angucken, dann ist es auch total bunt gemischt zwischen Auszubildenden, Dualstudierenden. Da sind Menschen, die aus ökonomisch unterschiedlichen Situationen kommen, die eine Migrationsgeschichte haben oder nicht. Und gerade da eben die unterschiedlichen auch Diskriminierungserfahrungen und auch die unterschiedlichen Erfahrungen von Unsicherheiten aus den Betrieben eben aufzunehmen und zu sagen, damit steht ihr nicht alleine da und wir versuchen darauf gesellschaftliche Antworten zu finden und wir versuchen uns vor allem eine Situation anzuschauen, das zusammen zu verstehen und im allerbesten Fall schaffen wir es dann auf den Seminaren tatsächlich auch eine Selbstwirksamkeit eben darzustellen und zu sagen, wir können daraus entstehen, dass wir zusammen verstehen, auch erreichen, dass wir zusammen dann ins Handeln kommen und Situationen verändern. Deswegen, glaube ich, sind ganz viele Punkte aus dem Input, den du uns gegeben hast, total wichtig für unsere Bildungsarbeit und die müssen wir uns auch immer wieder in Bildungsarbeit eben ins Gedächtnis rufen, dass das auch die Funktion ist davon. Also wir versuchen, zusammen zu verstehen und dann zusammen ins Handeln zu kommen. Das ist, glaube ich, so das, was mir am wichtigsten mit hängen geblieben ist. Mhm. Vielen Dank, Shari. Jakob, dein Blick. Ja, ich teile alles, was die Kollegin gesagt hat, natürlich, und will das vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer machen in der Frage, wie schaffen wir das auch, weil das war ein Punkt, den ich sehr spannend fand, die Leute, die nicht schon von vornherein politische Menschen sind, die sich weiterbilden wollen, dafür zu begeistern. Und was wir ganz konkret machen, ist bei den politischen Grundlagenseminaren in der Jugend, den Jugendeinsen, ist am Montag, am Sonntag Anreisetag, am Montag werden die Kolleginnen und Kollegen gefragt, was sind denn eure Themen? Womit seid ihr hier? Und leiten dann ausgehend von den Themen, die die Leute mitbringen, halt die Notwendigkeit her, da kollektiv ins Handeln zu kommen und ins Machen und ins Tun. Und das Schöne ist, dabei bleiben wir nicht auf der Theorieebene, sondern die Leute kommen aus der Woche raus und haben eine konkrete Idee, wie sie im Betrieb oder in der IG Metall, in ihrer Community irgendwie diese Themen angehen und für sich verbessern können. Und das finde ich, da merkt man, dass Leute dann so Aha-Erlebnisse haben. Und also das letzte Zitat fand ich auch sehr, sehr treffend, weil ich selbst, als ich in Jugend 1 geteamt habe vor ein paar Jahren, einen Teilnehmer hatte, der mittlerweile auch in der Jugend- und Auszubildendenvertretung ist, damals noch, ich glaube, 17 Jahre alt war. Und wir haben im Laufe der Woche festgestellt, da fliegen rechte Parolen. Und es gab auch einen Teilnehmer mit Migrationsbezug, der selber gesagt hat, der wünscht sich eine härtere Ausländerbehörde und wir müssen mehr Leute mehr Leute abschieben und haben das dann aufgearbeitet, rausgefiltert, wo das herkam und es stellte sich raus, in der Halle flogen halt einfach Parolen und die Kollegen wollten dazugehören und haben das dann wiederholt, haben das reproduziert und das Feedback am Ende der Woche war, was die sich vornehmen, deswegen kam ich beim Zitat drauf, das, was sie hören und was da so gesagt wird, wenigstens einmal zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, wo das herkommt und das war auch eins der so erfolgreichsten Erlebnisse, die ich auf einem Jugend 1 dann so hatte und eins der besten Feedbacks, weil das, also ich glaube, da haben wir schon mal echt viel bewegt dann an der Stelle. Vielen Dank. Lasst uns mal noch mal kurz das reflektieren mit dem, was wir hier gerade erleben. Bei dir war drin, Thomas, du hattest dazwischen berichtet noch mal von KOM-Strukturen zu G-Strukturen, also von Leute, Kolleginnen und Kollegen, Zielgruppen, wie du sie nennst, in eurem Kontext kommen zum Seminar, kommen zum Workshop. Hier haben wir auch beides so ein bisschen versucht.
Es gibt sozusagen das Präsenzangebot für diejenigen, die hier teilnehmen können. Gleichzeitig haben wir, streamen wir große Teile der Veranstaltung und machen und sorgen dafür, dass das auch für Kolleginnen und Kollegen möglich ist, die jetzt sozusagen nicht unbedingt hier auftauchen können. Du sagst gleichzeitig, man muss auch dahin gehen, wo es dir weh tut. Wenn du beides nochmal vergleichst, wo tut es besonders weh? Ich glaube, ihr habt jetzt nicht ohne Grund das letzte Büro in Gera eröffnet. Und könntest du vielleicht nochmal diesen strukturellen Wechsel innerhalb der Bundeszentrale von COM zu G-Strukturen nochmal kurz ausführen, was heißt das denn? Und dann würde ich nochmal in der zweiten Runde gucken, was heißt das denn für so eine Organisation wie die IG Metall? Weil wir leben natürlich auch, und das ist ja auch völlig berechtigt davon, dass wir Bildungszentren haben, dass wir Konferenzen haben, dass wir Kolleginnen und Kollegen einladen. Das ist sozusagen ja auch traditionell historischer Hintergrund, raus aus dem betrieblichen Alltag, Erholung, Bildung gemeinsam zu denken. Aber vielleicht erstmal deinen Blick nochmal, wo sind die Herausforderungen bei euch, wenn ihr euch als Organisation verändert und gerade diesen Shift geht von COM zu G-Strukturen, was macht ihr da strukturell und wo sind da vielleicht auch Herausforderungen drin? Ich will mal mit einem Impuls anfangen, den du eben am Anfang deines Statements genannt hast, dass es also Leute gibt, die wir für nicht politisch halten. Da sozusagen haben wir ziemlich lange dran gegraben und eine Studie selber in unserem Haus entwickelt und auch veröffentlicht, die heißt das unsichtbare Politikprogramm. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht sowieso niemand, der nicht politisch ist. Aber sozusagen, es wird nicht mit demselben Vokabular und denselben Zuschreibungen hantiert. Das ist ganz wichtig, weil da, wenn du sozusagen nachfragst und sehr präzise sozusagen die Kontexte ausleuchtest, sind die sehr wohl hochpolitisch, aber sie würden niemals das Wort Politik in den Mund nehmen und erst recht nicht das Wort Bildung, weil mit Bildung haben sie nur schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht und Politik haben sie sehr häufig erlebt als etwas, was sie selbst enttäuscht hat. Und dann wird ein anderes Vokabular entwickelt und wenn dann so Worte wie Respekt und Fairness und sowas auftauchen, das heißt ganz anderes Vokabular, was aber natürlich politisch konnotiert ist, dann hat man sofort Anknüpfungspunkte mit den jungen Leuten oder auch wer auch immer, welches Alters, zu arbeiten und politische Bildung eher inklusiv zu verstehen. Und eine inklusive politische Bildung geht eben davon aus, dass man tatsächlich sagt, politische Bildung ist ein Commons, was jedem zusteht, und Inklusivität meint, dass es für jeden dann auch nutzbar und handhabbar sein muss. Und deshalb sind wir zunächst erstmal als politische Bildner, die, ob nur in der Fläche, in Zentralen oder bei Trägern oder in der gewerkschaftspolitischen Bildung unterwegs sind, uns darum kümmern müssen, diese Inklusivität erstmal herzustellen. Das ist das eine. Das zweite, nur deine Frage, wie man von COM in die G-Strukturen kommt, das ist ein Generationsprojekt gewesen. Als ich vor 23 Jahren da angefangen habe, war die Bundeszentrale schon sozusagen ein Hort von COM angeboten. Ja, du hast sozusagen alle möglichen Publikationen, tonnenweise bedrucktes Papier, und das will ich gar nicht diskreditieren, aber sozusagen, das war alles sozusagen ein Angebot, was hergestellt worden ist, damit du es dir selbst abholst. Und die, die es nicht abholen, sind selber dran schuld. Und das ist aus unserer Sicht sozusagen fatal, wenn du tatsächlich jeden in der Gesellschaft erreichen willst. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang war eben sozusagen das Thema Beteiligung, Teilhabe. Politische Bildung funktioniert immer dann besonders gut, wenn sie sozusagen interaktiv ist, wenn auch diejenigen, die als Lernende in der politischen Bildung beschrieben werden können, selber aktiv Handelnde sind, das heißt das Lernszenario selber beeinflussen und auch mitbestimmen können und eben sozusagen als die politischen Bildner selber auch eine Lernbereitschaft da ist, sozusagen nämlich die Alltagswelt und die Kontexte der jeweiligen Leute mit einzubeziehen in die Formate politischer Bildung. Das ist das eine. Das zweite, wo wir extrem zugelernt haben, ist, dass es nicht professionelle Multiplikatoren gibt, die in Sachen Glaubwürdigkeit einen Riesenvorsprung haben. Für uns als institutionell Verankerte, genauso wie für diejenigen, die in den Trägern als Multiplikatoren arbeiten. Und das sind zum Beispiel Influencer, die im Netz ihre Videos produzieren
und die zu Partnern in der politischen Bildung werden können. Und ich erzähle am liebsten immer das Beispiel, als wir vom Innenministerium, das ist unser Ministerium, aufgefordert worden sind, mal was zum Thema Islam zu machen. Und da haben wir sozusagen dann auch geguckt, naja, wir suchen mal einen Influencer oder eine Influencerin, mit der wir Angebote machen können, wie wir islamische Lebenswelten in Deutschland zum Thema machen und verhandeln können. Und unsere Idee war dann, eine Beauty-Bloggerin anzusprechen. Nicht etwa irgendein Lehrer oder eine Journalistin, sondern eine Beauty-Bloggerin, Hatice Schmidt, ist mit einem Deutschen verheiratet, deshalb Schmidt, trägt kein Kopftuch, aber ist bekennende Muslima. Und Hatice hat sozusagen eine Community von damals 200.000, heute sind es viel mehr, Followern gehabt, die sozusagen, mit denen sie Fragen von Kosmetika diskutiert hat. Welche Seife oder welches Spray gerade angesagt ist. Und plötzlich sozusagen kommt sie in der Kooperation mit einer Bundeszentrale mit einer Reihe von Videos auf den Platz, die eben eine ganz andere Fragestellung aufgreifen. Und ich kann euch versichern, dahinter war natürlich ein Konzept, die Hatice Schmidt als eine Multiplikatorin für junge Muslimas anzusprechen, die natürlich ihren Freunden, Brüdern, Vätern und so weiter weitererzählen. Innerhalb von Stunden waren die Salafisten auf den Kommentarseiten, und wir haben eben dieses Projekt mit drei professionellen Islamwissenschaftlerinnen von der Uni Frankfurt gestaltet, die sofort in die Debatte gehen konnten und eben diese Kontroversen in den Kommentarspalten aufgegriffen haben. Die Feedbacks von den Leuten waren unglaublich. Sie haben aber alle erstmal eingezahlt auf Hatice Schmidt und nicht auf die Bundeszentrale. Und das muss uns egal sein, weil der Riesengewinn, Leute zu erreichen, die wir sonst überhaupt nicht auf den Schirm kriegen, ist eben sozusagen durch solche Formen von digitaler politischer Bildung mit Influencerinnen und Influencern möglich. Mhm. Vielen Dank. Ich würde kurz nochmal drauf gucken, wenn wir das versuchen zu übertragen, Thomas, das Beispiel, also neue Wege gehen und vielleicht auch nicht die üblichen Multiplikatoren ansprechen, was hieße das denn für den IG Metall-Kontext beispielsweise, und dann gerne auch euch eröffnen wollen, zu gucken, wie können wir denn diese Diskussion, die wir hier gerade führen, nochmal gemeinsam führen mit euren Praxisberichten, mit euren Anmerkungen. Aber wenn wir jetzt nochmal drauf schauen und sagen, wenn wir das Beispiel nehmen, ne? Also von der einen Seite von Com2G-Strukturen und auch nochmal mit aus unseren Kontexten rausdenken und damit Kolleginnen und Kollegen in unserem Sinn, in unserem Kontext zu erreichen, die wir normalerweise nicht erreichen. Da habt ihr vielleicht auch schon Erfahrung mit. Wie wäre das in einem Metall-Kontext, wie könnte man sich so vorstellen? Hättet ihr da so eine Idee oder vielleicht auch schon Praxiserfahrung, wo gesagt hat, da sind wir vielleicht auch mal nicht immer bei den üblichen Verdächtigen, die Metallklientel, die sich gegenseitig sozusagen das Mikro rüberreicht, sondern wir haben tatsächlich andere Leute angesprochen? Ja, das ist eine sehr knifflige Frage. Wenn ich eine definitive Antwort darauf hätte, dann wären wahrscheinlich alle Azubis in Berlin schon IG Metall-Mitglieder. Also tatsächlich fällt mir dazu als allererstes eine Diskussion ein, die wir auch am Rande unserer Jugendkonferenz, die noch nicht allzu lange her ist, im Februar war die, geführt haben, auch zu den Fragen, wie nutzen wir Social Media, um solche irgendwie auch in der Breite noch ganz andere Leute anzusprechen, weil, ne, was Shari auch gesagt hatte, wir nehmen schon wahr, dass unser Bildungsangebot vor allem auch von denjenigen genutzt wird, wo es im Betrieb eine Stetigkeit gibt. Also, ne, die großen Betriebe fahren teilweise geschlossen die Ausbildungsjahre immer auf in Jugend 1. Das hat eine Tradition, das hat eine Beständigkeit. Und dann hat man mal ein paar Leute auch irgendwie aus Handwerksbetrieben dabei oder so. Die ganze Frage, ne, Social Media, wie bewirbt man sowas, wurde auf der Konferenz auch diskutiert, weil es einen Antrag gab dazu, dass allen Mitgliedern der IG Metall-Jugend mal so ein Jugend 1 angeboten werden soll, ganz direkt und persönlich. Wo wir uns dann als Hauptamtliche teilweise an den Kopf gefasst haben und uns gefragt, ja, wie sollen wir das denn organisieren und, ne, wie sollen wir diese Massen an Leuten, die dann vielleicht kommen oder nicht kommen, wir wissen es nicht, dahin bekommen. Aber es ist tatsächlich, also es gibt eine
ein Verständnis für die Notwendigkeit, tatsächlich sich an der Stelle noch breiter aufzustellen. Und ich glaube, dass Social Media einer der Wege ist, die da helfen können. Und gleichzeitig, es wird gefühlt alle zwei Wochen, und ich komme aus Berlin, ich weiß, wovon ich rede, in irgendeinem Startup an jeder Ecke oder in einem Coworking Space eine neue Social Media App erfunden, und die Leute sind jetzt alle bei Be Real. Und naja, also es ist ein bisschen schwierig, dann da überall auch Schritt zu halten. Und es gibt Plattformen, die sich besser oder schlechter, glaube ich, auch für politische Kommunikation eignen. Oder für die Ansprache eben von Leuten auf solche Sachen. Und was aber erfahrungsgemäß einfach wirklich am allerbesten und effektivsten ist, ist tatsächlich die persönliche Ansprache. Wenn also die Leute, die schon mal ein Seminar besucht haben oder davon gehört haben, irgendwie, ne, jeder bringt noch einen Freund, eine Freundin mit. Ich glaube, das ist tatsächlich ein effektiver Weg und hat einen ähnlichen Effekt wie die InfluencerInnen, die dann ganz anders irgendwie auf Augenhöhe wahrgenommen werden von den Leuten und sehr, sehr authentisch sind, ja, auch auf eine Art und Weise. Und anders rüberkommen als jemand, der wahrgenommen wird als, das ist jemand von der IG Metall, der hat sowieso hier eine Agenda oder trägt einen Anzug oder also eine von 10.000 Sachen, die irgendwie einen Unterschied da sein oder aufmachen könnten. Und ich glaube, das ist also eine Kombination aus mehreren Wegen braucht, um da möglichst vielfältig die Leute zu erreichen. Ich würde direkt anknüpfen an die persönliche Ansprache, weil ich glaube, dass das ein total wichtiger Teil ist, gerade für Erstkontakt. Und mir ist sofort in den Kopf gekommen, solche Sachen wie unsere Handwerkstouren oder Berufsschultouren, wo wir tatsächlich direkt in die Bereiche reingehen, in denen wir eben nicht so gut organisiert sind, wo die Kolleginnen und Kollegen vielleicht nicht in Begrüßungsrunden direkt begrüßt werden und einen ersten Eindruck bekommen von, was ist eigentlich Gewerkschaft und was bedeutet Gewerkschaft. Und da glaube ich eben auch, dass es total wichtig ist, dass wir eben von Kolleginnen zu Kolleginnen direkt miteinander sprechen. Ich glaube, dass es cool ist, auch InfluencerInnen zu haben, die sich vielleicht hinstellen und Werte vermitteln im größeren Bereich. Aber ich denke eben, dieses Direkte von Menschen, die eine Erfahrung gemacht haben, die weitertragen, ist dadurch nicht zu ersetzen. Also die persönliche Ansprache ist auch das, was bei KollegInnen oder bei potenziellen KollegInnen auch eine direkte Emotion weckt und eine direkte Ansprechbarkeit bietet. Und deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig auch, dass wir da auf eine sehr, sehr breite eben Masse an Menschen setzen, die Bildungsarbeit machen und die Bildungsarbeit eben auch aus Betrieben und aus ehrenamtlichen Strukturen heraus machen und das nicht nur in einem professionellen Bereich haben, sondern da wirklich KollegInnen haben, die das Ganze aus ihren eigenen Erfahrungen heraus machen und da auch solche Schulungsangebote machen. Thomas? Ja, du nennst, Shari, ein ganz wichtiges Stichwort, Erstkontakt. Das heißt ja, dass man mit solchen interaktiven Formaten nicht schon sozusagen das gesamte Arsenal politischer Bildung ausrollt, sondern meistens eine Einstiegssituation hat, aus der man dann weiteres folgen lassen muss. Ich mache mal ein Beispiel. Also den Wahl-O-Mat kennt sicherlich hier jeder im Raum. Bei der letzten Bundestagswahl haben 21,5 Millionen Leute das genutzt. Also das ist eine ordentliche Zahl. Wir werten das immer aus und dabei ist herausgekommen, dass jeder dritte Nutzer des Wahl-O-Mats weitere Informationen von der Website der Bundeszentrale abruft. Das ist genau der Punkt, sozusagen Strategien zu entwickeln, wie man sozusagen eine Eingangssituation und eine Beteiligung an politischer Bildung oder einen einsetzenden Diskurs in andere Bildungsszenarien sozusagen übersetzt. Und dann ist eben sozusagen eine Social-Media-Geschichte sehr gut geeignet, jemand anzuteasern, reinzuholen, zu interessieren für ein Thema. Aber man muss dann die persönliche Begegnung oder das nachhaltige Arbeiten im betrieblichen Kontext folgen lassen. Vor 23 Jahren, als ich in der Bundeszentrale angefangen habe, habe ich gewerkschaftspolitische Bildungsarbeit immer kennengelernt, sozusagen in den Abrechnungen der Trägerförderung. Und da ist mir aufgefallen, dass fast nur Mitbestimmungsschulungen Thema waren. Das hat sich komplett geändert.
Mittlerweile sind die Angebote von gewerkschaftspolitischer Bildungsarbeit neben den Mitbestimmungsschulungen längst in gesellschaftspolitische Themenfelder übergegangen. Antirassistische Bildungsarbeit, ein Stichwort, und viele andere sozusagen Topoi politischer Bildungsarbeit werden aufgegriffen. Und das ist genau der richtige Weg, sich nicht sozusagen in das eigene, in den eigenen Elfenbeinturm einschließen lassen, sondern zu gucken, wie man als Teil der Gesellschaft politische Bildung ins Handeln bringt. Also politische Bildung, so wie wir sie verstehen, ist eben nicht eine Form von Wissensakkumulation. Ja, so, Wissen ist wichtig, aber das Ziel politischer Bildung ist Befähigung zum Handeln. Und da ist sozusagen, sollte man immer drauf gucken und sich auch die eigenen Formate und Strukturen so organisieren, dass sie eben diesen Effekt erreichen. Und da fand ich, Shari, dein Stichwort Erstkontakt total wichtig, weil man muss die Leute sozusagen interessieren. Die müssen irgendwie anbeißen. Ja? Also der Köder soll nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. So, und da sozusagen muss man eigentlich hin und langfristige Strategien daraus entwickeln. Vielen Dank an euch drei erstmal. Wir würden gerne versuchen, euch einzubinden mit euren Erfahrungen, wenn es darum geht, über die Zukunft der politischen Bildung nachzudenken, wenn es darum geht, politische Bildung stärker in der Geschäftsstelle, im Betrieb, im Seminarkontext als Thema zu machen. Und ich weiß, einige von euch haben da intensivere Erfahrungen gemacht. Wie sieht's aus? Sonst seid ihr auch noch. Gibt es Anmerkungen? Gibt es Rückfragen? Gibt es Orientierungen, mit denen wir diskutieren können? Gerne direkt ans Mikro. Genau, sonst können die Kolleginnen und Kollegen, die im Stream sind, das nicht hören. Also sonst, wir hören dich natürlich, aber es gibt ja die Saalmikrofone. So, und bitte seid so gut, sagt kurz, wer ihr seid, damit wir das entsprechend einordnen können. Ja, hallo. Stefanie Laux vom IG Metall Bildungszentrum Lorbad Orb. Es ist weniger eine Anmerkung, ich versuche es als Frage zu formulieren. Das, was mich umtreibt, Thomas, ich finde ja die gewerkschaftliche Bildungsarbeit der IG Metall, aber allgemein auch der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit innerhalb des DGBs und die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung im Geiste sehr vereint. Ich glaube, das ist ja jetzt hier auch bei den Diskussionen vorbeigekommen. Wir kämpfen oder wir arbeiten da ein bisschen am selben Thema und, wenn ich dich auch so richtig verstanden habe, versuchen auch ähnliche Wege zu finden, um politische Bildung breiter zu fassen, auf Neuerungen einzugehen. Das ganze Thema, und das haben die zwei Kollegen, ja die Kollegin aus dem Schliersee und auch der Kollege aus der Geschäftsstelle nochmal gesagt, ne? Das Thema ist, dass wir diesen Erstkontakt bringen müssen, dass wir ein Interesse für politische Zusammenhänge wecken müssen. Bei mir ist es so, ich bin immer ganz erstaunt. Ja? Also ich, aus meiner ganz persönlichen Biografie, ich habe tatsächlich mal ein Abitur gemacht, das ist lange, lange her. Ja? Und habe dann eine Ausbildung gemacht. Und als ich in die Ausbildung gegangen bin, da wurde mir zum ersten Mal, wie gesagt, mit einem Abitur in der Tasche, ja, klar, wie Mitbestimmung, wie Tarifverträge wirken, wie Demokratieprinzipien im Betrieb wirken und, und. Da bin ich so ein bisschen erstaunt, wo ich so denke, und das ist hoffentlich eine Frage, ja, wo ich da auch sitze, ne? Wir haben gesagt, wir haben Hochschultouren, wir versuchen auch wirklich dann an den Ort der schulischen Bildung auch zu gehen, um da auch aufzuklären, wie schaffen wir es, ne? Oder wie sind da deine Erfahrungen, ne? Wirklich in Lehrplänen, ja, da auch in die Schulen zu kommen, um da eben schon das Thema politische Bildung, mir ist das auch klar, welche Schwierigkeiten das hat, aber da muss es natürlich auch hin, dieses Grundverständnis auch da schon zu wecken. Das würde uns natürlich in den ganzen Arbeiten, in den folgenden Arbeiten auch, wie ich finde, viel vereinfachen. Und ich glaube, das geht auch. Und die Frage ist eben, was für Erfahrungen hast du da gemacht aus der Zentrale heraus? Und ja, vielleicht, wie kommt man da mehr zusammen? Danke, Stefanie. Wir würden es gleich versuchen zu beantworten, Thomas. Klar, also das ist sozusagen eine Kardinalfrage, die du angesprochen hast. Die schulische politische Bildung liegt echt im Argen. Das ist das Schulfach in Deutschland, was am meisten von fachfremden Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet wird. Und allein dieser Fakt sagt eigentlich sehr viel über den Stellenwert politischer Bildung. Wir haben zusätzlich eine Erschwernis gehabt durch den PISA-Prozess.
Der PISA-Prozess hat sozusagen sich ausschließlich auf die sogenannten MINT-Fächer Sprachen und Naturwissenschaften fokussiert und die stärker gemacht, gemessen. Und durch dieses Messen dieser Fächer hat die Schulpolitik reagiert und den ganzen Kanon Politik, Geschichte, Sozialkunde posteriorisiert. Das heißt also in die zweite Reihe gestellt. Dann daran sind sozusagen in einigen Bundesländern Stunden verloren gegangen für diesen Bereich. In anderen Ländern hat man dann eben sozusagen versucht, durch fakultative Szenarien sozusagen den MINT-Fächern zu helfen. Und überall sozusagen musste die politische Bildung an Schulen immer draufzahlen. Das ist ein großes Erschwernis. Dazu kommt der Föderalismus in Deutschland. Wir als Bundeszentrale dürfen nicht in den Schulen agieren. Und nur durch sozusagen eine relativ gute Kooperation mit der Kultusministerkonferenz ist es uns gestattet, Arbeitsmaterialien für Schulen zu entwickeln. Also sozusagen zu gucken, wie wir Lehrkräfte unterstützen können. Aber direkte Schulprojekte sind für uns tabu. Und das ist natürlich ein großes Erschwernis, um eben, sagen wir mal, Anstöße in die Praxis der schulischen politischen Bildung zu geben. Das muss man einfach sozusagen konstatieren. Ich sehe da auch den größten Handlungsbedarf. Und der Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung hat gerade diesen Bereich der schulischen politischen Bildung vor 3 Jahren große Aufmerksamkeit gewidmet und da sozusagen Anstöße gegeben, was da besser passieren kann. Übrigens ein Feld, wo wirkliche Gestaltungsmöglichkeiten da sind, ohne große Anstrengungen, ist die berufliche Bildung. Denn in der beruflichen Bildung gibt es ein festes, obligatorisches Prüfungsfach politische Bildung, das in der Praxis aber sehr stark daran hängt, ob die Lehrkräfte, die das unterrichten und vermitteln, wirklich politische Bildung daraus machen oder nicht TÜV-Arbeitsblätter der Handelskammer einsetzen und Multiple-Choice-Fragen beantworten lassen. Das ist leider sozusagen eine überproportional gängige Praxis in der beruflichen Bildung. Da gibt es aber sehr, sehr viele Bemühungen und Anstöße, dieses Potenzial, dass man so ein festes obligatorisches Prüfungsfach hat, zu nutzen, um mehr professionelle Infrastruktur in dem Feld zu schaffen. Also es ist nicht Hopfen und Malz verloren, aber es ist eine große, schwierige Situation, die wir durch den Föderalismus haben und die Priorisierung in der Stundentafel. Ja, darf ich? Jakob noch und dann die nächste. Genau. Ja, das ist nämlich, also du hast ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen, Stefanie. Wir haben uns da auch schon mal eingehend mit beschäftigt und das ist ja auch Beschlusslage von Gewerkschaftsjugenden und Gewerkschaften bis auf die höchsten Ebenen, dass wir versuchen wollen, in den Schulen irgendwie da ein bisschen Fuß zu fassen, das Thema in die Lehrpläne zu bekommen. Und vielleicht der Punkt, also ich habe auch selber eine Erfahrung gemacht, ich war an meiner alten Schule, da bin ich über Kontakte reingekommen, die hatten so einen Projekttag zum Thema Berufseinstieg auch und ich habe dann zu Mitbestimmung und ja, Rechten in der Ausbildung und in der Arbeitswelt was gemacht und halt auch ja, methodisch so, wie wir es bei der IG Metall irgendwie gewohnt sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich ja auch nochmal ein wichtiger Faktor. Wir hatten das Thema mit ins Handeln kommen und das gleich für sich übersetzen zu können. Da alleine auf die Lehrkräfte zu bauen, ist, glaube ich, dann auch nicht immer der richtige Weg, weil da gibt es ja versiertere und ja, weniger versierte Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch, ne, wenn sie Lehrkräfte sind, gar nicht am eigenen Leib auch erfahren konnten, wie das funktioniert, wenn man nach der Schule studiert und dann als Lehrkraft wieder an die Schule zurückkommt. Und deswegen glaube ich, das wäre auch nochmal effektiver, wenn tatsächlich da junge Leute mit in die Schulen gehen könnten und man in Form von Projekttagen den Leuten das Thema näher bringt und sie dafür sensibilisiert. Vielen Dank, Jakob. Bitte, weitere Wortmeldungen mit kurzer Vorstellung. Ja. Okay. Werde gehört. Ja, ich bin gerade ein bisschen aufgewühlt, beziehungsweise... Sagst du kurz, wer du bist? Ich bin Amadou, Amadou Touré von Berlin, Betriebsrat und beschäftigt bei einem Schienenfahrzeughersteller. Ich sage es auch, weil es hat mit meiner Erfahrung zu tun. Ja, du hast gefragt,
ob wir hier im Raum über unsere Erfahrung als Referent was zu berichten haben. Ich fange erst mal mit dieser Erfahrung an. Ich durfte vor 2 Jahren in Berlin ein Seminar mit Teamen über Mobilitätswende. Und die Kolleginnen und Kollegen, die dabei waren, die waren erstaunt, wo ich irgendwann erzählt habe, dass ein Teil der Entwicklung des Automobils vom Anfang an als Holzkarre mit Holzreifen, Holzräder bis zu dann Gummireifen, dass das Blut dran klebt, weil dieses Kautschuk, was damals die Entwicklung des Automobils gefordert hat, kam aus dem Kongo, aus dem Belgien-Kongo, wo jeder Arbeiter auf dem Kautschukfeld, der nicht genug Kautschuk aus der Plantage gebracht hat, wurde ein Arm geschnitten. Das ist unter der Kolonialherrschaft von dem König Baudouin aus Belgien. Als ich das erzählte, die Kollegen waren alle erstaunt. Sie wussten das nicht. Und meine Frage ist, es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und meine Frage ist, was können wir tun, um politische Bildung auf geschichtliche Ereignisse zu beziehen, so dass bestimmte Ereignisse sich nicht mehr wiederholen. Ich liebe diesen Satz, es wird oft benutzt, dass der erste und der zweite Weltkrieg mit den Inhalten, das darf sich nicht wiederholen. Aber dass solche Dinge sich nicht wiederholen dürfen und dass das auf politische Bildung unter uns auch mündet, also da bin ich ein bisschen hilflos, und ich frage Sie als Experte, und auch, es sind viele IG Metall Führungskräfte anwesend, wie können wir das in der IG Metall implementieren, dass wir IG Metaller, wenn wir auftreten, ein bisschen mehr an unsere Kollegen und Kolleginnen zu erzählen haben, welchen Einfluss hat die Arbeit, die wir auch jeden Tag verrichten, in der Welt und nicht nur nah an unseren Grenzen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe. Ich habe den Kollegen um mehr Zeit gebeten, bevor ich rede, um mich zu sortieren. Aber das ist erstmal das. Danke. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Also, danke für die Frage. Also, politische Bildung, historisch denken, ohne zu historisieren. Ne? Jetzt nicht einfach zu sagen, das hat mal stattgefunden. Irene hat ja gestern ganz kurz, Entschuldigung, das war heute früh. Genau, das war heute früh. Wir haben gestern angefangen, aber dein Input war heute früh. Ja, kurz auch erzählt, dass wir einen neuen Podcast haben, der auch jetzt so ein bisschen eher nochmal zurückblickt und historische Kontexte versucht zusammenzufügen. Es gibt viel Zeitzeugengespräche, gerade in der Jugendbildungsarbeit, aber auch darüber hinaus. Aber die Frage ist natürlich völlig berechtigt, Amadou, wie kann uns das noch besser gelingen, dass wir sozusagen jetzt nicht nur reaktiv auf das, was gerade passiert, sondern eher nochmal über Kontextualisierung nachdenken. Ich würde die Frage mitnehmen, Sokyong, wenn das auch eine Wortmeldung von dir ist, dann können wir vielleicht beide nochmal zurück ins Podium geben. Ja, Sokyong vom Funktionsbereich gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Ich würde gerne auch eine Frage reingeben, beziehungsweise auch eine kleine Provokation in die Runde geben. Ausgehend von dem, was du, Thomas, über den Valomaten nochmal reingetragen hast. Das hat bei mir nochmal ausgelöst eine sehr positive Assoziation, und zwar, dass es Möglichkeiten und Wege gibt, unheimlich viele Menschen zu erreichen. Auf einer niedrigschwelligen Art und Weise ein Angebot zu machen, sich mit einer Fragestellung auseinanderzusetzen, die uns alle bewegt. Ich würde behaupten, diesen Anspruch stellen wir uns selber nicht. Und ich möchte uns gerne dazu einladen, dass wir uns genauso messen müssten. Zu sagen, vielleicht nicht ausgehend von der Wahlbevölkerung ein Drittel, aber von all denen, die wir erreichen können im Jugendbildungsbereich, im erwachsenenpolitischen Bereich, wie wir Angebote gestalten können, um möglichst viele Leute zu erreichen. Ich nehme uns an der Stelle oft so wahr, und bitte verzeiht mir, wenn das nicht eure Eindrücke sind, dass wir uns da oft sehr auf unsere Strukturen, Traditionen und das, was wir uns so mit unseren Seminaren organisiert haben, oft genug sind. Und genug sind ist tatsächlich an der Stelle eine Provokation.
Ich glaube, dass das möglich ist. Und ich glaube, die Bundeszentrale ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sehr viel weiter gehen kann mit den Möglichkeiten, die es gibt, um politische Denkanstöße reinzugeben und Leute einzuladen. Das wäre der zweite Schritt, die Leute dorthin zu bekommen, wo wir sie haben wollen. Und dafür müssen wir aus meiner Sicht deutlich mehr Anstrengungen aufbringen, auf allen Ebenen. Und das wäre für mich ein Wunsch, auch hier in der Runde nochmal drüber nachzudenken, was das sein kann. Und ich finde, es gibt gute Beispiele dafür. Und mehr als nur zu konstatieren, dass es wichtig ist, sondern auch konkret sich die Frage zu stellen, welche Schritte dafür notwendig sind und was wir unmittelbar ändern müssen, wie wir rankommen, um in die Breite und in die Tiefe das anzugehen, was wir als krisenhaft erleben, was wir als Fragestellung haben, die wir mit den Leuten, mit den Beschäftigten diskutieren wollen. Vielen Dank. Dann nehmen wir die beiden Fragen mal mit und dann seid ihr beiden dran. Das ist nicht verloren. Einfach kurz setz dich ruhig. So ist das gemeint. Wir nehmen die beiden Fragen hier mit und dann machen wir mit euch beiden einfach die nächste Runde. Das geht nicht verloren. Also jetzt machen wir was rückwärts angefangen. Also die Frage, raus ein bisschen aus der Komfortzone, mehr Leute erreichen, aber trotzdem jetzt nicht nur als Massenphänomen, sondern immer noch politisch, inhaltlich und mehr Kolleginnen und Kollegen einbinden. Und die Frage noch nach den Zusammenhängen, historisch. In dem Kontext war das jetzt kolonialhistorisch, ohne zu historisieren. Wie können wir uns da noch besser aufstellen? Ich glaube, dass wer sich angesprochen fühlt, gerne ans Mikro. Ich würde mal mit der Frage von Amadou starten zu dem historischen Bereich. Gerade in der Jugendbildung haben wir historische Seminare, die dann aber eben sich ganz explizit eben mit Geschichte von ArbeiterInnenbewegungen, Kolonialgeschichte spielte aber zum Beispiel auch teilweise eine Rolle, eben direkt beschäftigen. Aber ich glaube, das reicht nicht, weil zu den Seminaren fahren eben die Kolleginnen und Kollegen, die total Bock auf Geschichtsbildung haben. Und das Angebot, das sollten wir auch auf jeden Fall beibehalten, dass die da Bock drauf haben, sich eine Woche oder zwei Wochen damit zu beschäftigen, das eben auch weiterhin wahrnehmen können. Aber ich glaube, dass wir das eben in andere Bereiche auch mit einbeziehen müssen und dass wir das auch ganz oft tun. Und zwar genau in der Art und Weise, wie du das erzählt hast, wie du es tust. Nämlich, dass wir Kolleginnen und Kollegen davon erzählen und Bezüge setzen von den Themen, die wir zum Beispiel betrieblich da behandeln, zu historischen Gegebenheiten und da eben einen direkten Bezug dazu herstellen und das auch nicht als alleinstehend, wir machen jetzt einen Geschichtspart und als nächstes gehen wir wieder in den betriebspolitischen Part, sondern uns zum Beispiel auch anschauen, wenn wir über Mitbestimmung und wie wir Mitbestimmung ausweiten wollen, uns damit zu beschäftigen, warum haben wir eigentlich die Rechte, die wir gerade haben, warum haben wir die Rechte, die wir uns wünschen, vielleicht nicht. Und da auch mal den direkten Bezug herstellen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, da auch immer zu schauen, wo kommen wir eigentlich her? Und gerade als Gewerkschaft blicken wir eben zurück auf eine Geschichte von ArbeiterInnenbewegungen, die total bewegt ist, die quasi gewachsen ist und auf die wir uns da auch immer wieder zurückbeziehen sollten. Und die eben vor allem Massenbewegung ist. Und da würde ich dann quasi zu Sokyong überleiten, nämlich, dass uns das auch total wichtig sein muss in unserem Anspruch an Bildungsarbeit, dass wir eben auch wirklich Massen erreichen und uns angucken müssen, welche Potenziale wir da eigentlich haben. Und da bin ich dann wieder bei dem Punkt von Erstkontakt, wie kriegen wir es hin, möglichst viele Leute eben anzusprechen direkt. Und ich glaube, dass das einfach Mischformen sein müssen. Also das kann über Online-Formate haben wir da Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die wir früher nicht hatten. Aber es muss auch weiterhin das aktiv auf der Straße sein, meiner Meinung nach, wo wir auch direkt Gesicht zeigen. Ich glaube, dass wir da teilweise noch stärker werden müssen. Ja, ich will auch auf die Frage nach dem Wahl-O-Mat als Beispiel eingehen. Also nicht, dass ihr sozusagen das Stresslevel jetzt so hoch hängt, weil es bei dem Thema Wahl-O-Mat wirklich auch Zufälle gab, die uns in die Karten gespielt haben. Als der Wahl-O-Mat 2002 das erste Mal an den Start ging, ist die Presseerklärung, die wir verschickt haben, einen Tag später von Harald Schmidt und seiner Show aufgegriffen worden. Und die haben dann live den Wahl-O-Mat gespielt und von da an sozusagen nahm eine multiplikatorische Welle ihren Lauf, die wir geritten haben. Ja? Natürlich, sozusagen, wir haben das optimiert, wir haben es vernetzt, wir hatten keinen Medienpartner mehr nötig, sondern jeder wollte unser Medienpartner sein. Und auf diese Art und Weise ist das Ding einfach ins Fliegen gekommen. Sozusagen, vielleicht ist was anderes,
viel bedeutender, nämlich dass man mehr riskiert in der politischen Bildung, auch solche neuen Formate ausprobiert und dabei eine Fehlerkultur auch zulässt. Weil nicht alles, was man ausprobiert, funktioniert dann tatsächlich auch. Aber wenn man viel ausprobiert, hast du manchmal Perlen in der Hand, die dir einfach deine Arbeit nochmal Kilometer nach vorne bringen. Und das würde ich einfach gerne als einen Input auf die Frage geben. Das Zweite, Amadou, auf deine Frage hin. Wir sind seit Jahren jetzt schon an diesem Thema dran. Wie kriegen wir Fragen historischer Bildung stärker sektorenübergreifend oder intersektional in die Landschaft der politischen Bildung integriert? Das ist kein einfaches Unterfangen, aber es ist tatsächlich möglich, weil in allen Formaten gibt es da entsprechende Angebote. Ob du nun eine klassische Publikation oder ein Online-Dossier oder die Filmarbeit heranziehst, überall lassen sich diese Zusammenhänge herstellen. Und gerade in Erzählungen wie Filmen kann sozusagen der Zusammenhang zwischen historischen und alltagsweltlichen Geschichten sehr gut über Personen, die handeln, erzählt werden. Also in der so Filmbildung zum Beispiel, die ja Teil der politischen Bildung und auch der Medienbildung ist, ist da ein ungeheures Potenzial da, was man nutzen kann. Und wir machen die Erfahrung, dass neben den eigenen Angeboten, die man initiiert, es sinnvoll ist, wenn die Ressourcen vorhanden sind, und wir haben zurzeit durch die politische Unterstützung relativ viele Ressourcen, dass man sich überlegt, wie man die zivilgesellschaftlichen Akteure stärker unterstützt, weil da nochmal ganz andere Konstellationen, Strategien und Kontexte bedient werden, die eben dieses Thema sozusagen nach vorne bringen. Wir haben eine große Ausschreibung zur antirassistischer Bildungsarbeit vor 2,5 Jahren gestartet und es gab 400 Einreichungen. Wir waren komplett fassungslos, weil so viel hatten wir noch nie zu so einer Ausschreibung, weil da waren nicht nur die klassischen Träger der politischen Bildungsarbeit, auch gewerkschaftspolitische Träger waren dabei, sondern es waren Bürgerinitiativen, zivilgesellschaftliche Akteure aus unterschiedlichen Feldern. Und das finde ich ist auch nochmal sehr interessant, dass man sozusagen hinsichtlich der Akteursfelder einfach sich breiter aufstellt in der politischen Bildung. Wer will denn behaupten, dass politische Bildung nur von politischen Bildnerinnen und Bildnern gemacht werden kann? Ja, das sind die Professionellen, die müssen auch an den Start, die müssen auch unterstützt werden. Aber politische Bildung kommt eigentlich dann erst ins Fliegen, wenn die Gesellschaft das aus der Tiefe sich selbst aneignet und auch etabliert und zum Thema macht. Und dann ist gerade sozusagen die koloniale Vergangenheit Deutschlands zum Beispiel oder Europas, die lange Zeit in der politischen Bildung eher stiefmütterlich behandelt worden ist, ein Thema, was an Fahrt aufnimmt. Weil es ist zurzeit ein Konjunkturthema, aber man muss es auch sensibel behandeln und man darf in keinem Fall das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern man muss Korrelationen, vor allem Intersektionen herstellen, wo das Thema eingebettet und damit mit Händen zu greifen wird. Jakob, wolltest du sonst? Ja, vielleicht nur ganz kurz. Genau, also ich denke, wir können auf jeden Fall gerade in der Frage, ne, wie pflegen wir so geschichtliche Sachen in unsere Seminare ein, noch besser werden. Jetzt bist du ja selber auch Teil des ReferentInnen-Arbeitskreises in Berlin. Und ich glaube, das sind Orte, wo wir zum Beispiel auch immer wieder auf Seminarkonzepte gucken müssen und uns auch gemeinsam als Leute, die Bildungsarbeit in der IG Metall machen, in solchen Fragen und anderen, also sei es jetzt methodisch oder inhaltlich, weiterbilden, gemeinsam austauschen und voneinander lernen. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke, die die gewerkschaftliche Bildungsarbeit mitbringt, dass sie eben von GewerkschafterInnen für GewerkschafterInnen, für Kolleginnen und Kollegen ist und wir uns gegenseitig abholen und es Leute mit, also ich wusste das auch nicht mit dem Kautschuk, ich habe heute schon wieder was gelernt, dass wir mit unterschiedlichsten Wissensständen die Teams konstellieren und dann die Seminare teamen und man tatsächlich, also ich gehe aus jedem JAF-Seminar schlauer raus, als ich reingegangen bin und das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, glaube ich, und wenn man einfach sich auch bei solchen Sachen zuhört,
denke ich mal, werden wir da besser. Genau, da fällt mir ein, also ein Beispiel, wo wir vielleicht so ganz viele mit was anfangen können. Also ganz viele Leute interessieren sich gar nicht für das, was in Museen passiert. Jetzt gab es ja eine intensive Diskussion um die Raubgüterdebatte, nicht nur in deutschen Museen, sondern auch in anderen Museen. Und auf einmal hatte man, weil man es kontextualisiert hat, was ist da eigentlich in der Kolonialphase passiert, was hat das mit der Museumskultur heutzutage zu tun, welche Geschichte gibt es dahinter, wo klebt Blut dran und an welchen Stellen muss man die Güter zurückgeben. Ja, auch eine, finde ich jetzt auch eine politische Debatte gegeben, die manchmal fruchtbarer war, manchmal nicht so, aber die sozusagen den Kontext nochmal rausgenommen hat und einem breiteren Publikum zugänglich gemacht hat. Und ich glaube, wenn wir das für uns sozusagen, für unsere Themen auch beanspruchen, ist das sicherlich auch bei unseren Themen möglich, darüber auch über diesen Kanal politische Bildung nochmal zu gucken, wie wir auch mal noch mehr Kolleginnen und Kollegen erreichen können. Wundert euch nicht, der Thomas kommt gleich wieder, wir machen aber ganz normal in der Regie weiter. Jetzt, ich weiß nicht, wer zuerst war, bitte einfach ganz kurz, wer du bist und dann steigen wir auch ein. Gut. Hallo, ich heiße Derwisch, ich komme aus Bremen. Man sagt ja, wer reisen tut, lernt auch was. So, ich habe mal vor 20 Jahren einen vom Vorstand Seminar teilgenommen, der eine Woche in Türkei stattfand, eine Woche hier in Deutschland. Mit von verschiedenen Standorten aus Deutschland, Teilnehmer und aus Türkei, von verschiedenen Gewerkschaften. Was ich hier sagen, das war eine ganz gute Seminare, ganz gutes Konzept, die man auch Kontakt gepflegt hat, Vernetzungen, ne, unterschiedliche Betriebe, unterschiedliche Gegebenheit der Gewerkschaften in internationaler Ebene. Leider weiß ich nicht, ob das gibt, aber ich glaube nicht, dass das in so ähnliche Seminare gibt. Wenn wir über politische Bildung reden, denke ich mal, Kapital ist zerflochen, globalisiert agiert da. Wir reden von internationaler Solidarität. Wir müssen eben, ist ja Diskussion, was an andere Welt, was mit den Arbeitnehmern passiert. Wir sollten, mein Vorschlag, wieder sowas in ein Projekt nehmen, so ein Seminare, muss nicht Türkei sein, unterschiedliche Länder, das international Ebene, ne, auch fördert, dass man lernt, dass man solidarisch, dass wir wollen ja, wir sind nicht alleine Deutschland, wir können eine starke Gewerkschaft, Designarbeitnehmer, aber das bringt für die ganze Welt nicht, wenn wir mit denen nicht zusammenarbeiten, zusammen. Deswegen schlage ich auch vor, dass man sowas in ein Projekt wieder politische in Bildung nimmt, dass man mehr solche Seminare wieder wie früher stattet. Danke. Dankeschön. Dann nehmen wir die nächste Frage, beziehungsweise einfach gleich mit. Ja. Okay, ich bin der Horst aus Berlin und im gleichen Arbeitskreis unterwegs wie Amadou. Ich habe zwei Dinge, nochmal einen Vorschlag zu, wie erreicht man zum Beispiel Schüler? Und dann auch noch mal eine Frage an dich, Thomas. Und zwar, ich bin ehrenamtlicher Referent und war auch lange Zeit Betriebsrat bei einer Firma, die sogar zu der Zeit noch ausgebildet hat. Und wir haben auch jedes Jahr ganz viele Schülerpraktikanten bei uns gehabt. Und wir hatten quasi den Modus, weil ich zuständig war für die Ausbildung, dass wir uns auch um die Schülerpraktikanten gekümmert haben. Mindestens einmal in dieser Zeit kommen die Lehrerinnen und Lehrer und wollen mal gucken, wie das so im Betrieb ist. Und da habe ich eigentlich immer das Angebot gemacht, ich komme auch gerne in die Schule und erzähle was über Ausbildung, wie komme ich zum Ausbildungsplatz. Und damit transportiere ich auch andere Dinge, nämlich was ist Mitbestimmung, Gewerkschaft etc. Das ist, ja, es ist eine sehr intensive Arbeit. Die Rückmeldungen sind nicht immer positiv, aber hat eben auch stattgefunden. Das ist praktisch für mich eine ganz kleine Art und Weise, sozusagen, um in die Schule ranzukommen, um ja, Schüler vielleicht dafür zu interessieren. Das ist sozusagen aus der Praxis. Eine Frage an Thomas. Du hast, als du angefangen hast in der Bundeszentrale für politische Bildung, da habt ihr dann auch angefangen, viele digitale Dinge auf den Weg zu bringen. Und ihr wart, so hattest du das vorhin geäußert in deinem Impulsreferat, ihr wart dann überrascht über die vielen Rückmeldungen oder Anklicken und dass die Menschen draußen es wahrgenommen haben. Habt ihr auf irgendeine Art und Weise sozusagen eine Rückmeldung bekommen der Wirkungsweise dieses Vorgehen? Das ist meine Frage dazu. Danke, Horst.
Sind das jetzt auch Wortmeldungen, ihr beiden? Ja, dann kommt ihr jetzt richtig in Wallung, kurz vor halb. Sehr schön. Also, dann nehmen wir doch noch euch beide mit. Und ja, dann geht es nochmal zurück ans nach vorne. Ümit Öz, Geschäftsstelle Köln-Leverkusen. Ich wollte nur dem Kollegen aus Bremen eine kurze Rückmeldung geben. So eine Arbeitsgruppe gibt es bei uns in der Geschäftsstelle, in internationale Gewerkschaftsarbeit, die auch weltweit agieren. Wenn gewünscht, kann ich gerne Kontakte herstellen und die sind wirklich sehr, sehr aktiv und die da auch tatkräftig unterwegs sind. Wunderbar, vielen Dank. Sehr schön. Ja, hallo. Kenan, Geschäftsstelle Stuttgart, ehrenamtliches Referent oder ehrenamtlicher Referent. Thema, wie man Schüler erreicht. Wir haben in Stuttgart einen Arbeitskreis, das sich GITS nennt, das heißt Gewerkschaft in den Schulen. Und das ist ein Projekt, wo zum Beispiel, es gibt Paten, also es sind auch ehrenamtliche Kollegen wie ich, das sind Paten, die dann mit den Schulen kooperieren, machen Termine aus und die Schulen sind eigentlich recht gewollt, dass man mit denen arbeitet. Das wäre zum Beispiel so ein Konzept, was man breitflächig machen könnte. Und das wird sehr gerne von den Schulen angenommen. Das hat ja auch der Kollege so etwas Ähnliches gesagt vorhin. Also das, in Stuttgart machen wir so ein Projekt. Das, wie gesagt, das wird auch sehr gerne angenommen. Dankeschön, Kenan. Vielen Dank. Dann nehmen wir das nochmal mit nach vorn. Ich würde nochmal trotzdem, ist jetzt auch beantwortet worden von einem zweiten Kollegen aus Bremen, dass es das in Bremen gibt. Das wird es sicher auch anderswo geben, nicht nur da. Vielleicht zwei Beispiele in der Sache, in der Frage internationale Bildungsarbeit, Kooperation mit der IG Metall. Manche von euch werden das wissen. Wir haben mit Ungarn, mit der ungarischen Gewerkschaft, mit der Vosas ein intensives Projekt, in dem es darum geht, vor Ort auch gewerkschaftliche Strukturen aufzubauen. Das funktioniert sehr viel über Bildungsarbeit, angefangen von der Qualifizierung der haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen bis hin zur Begleitung in den Arbeitskampf, weil wir dort im ungarischen Kontext vor allem Zulieferer im Automobilbereich haben, die glauben, und dann sind das gerade die Automobiler, die hier sich an alles halten und dort nicht mehr. Da gibt es ein sehr intensives Projekt, was schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich läuft. Und es gibt auch ein zweites, größeres Projekt mit einer japanischen Gewerkschaft, mit der JAM. Das ist eine kleinere Gewerkschaft, die auch im Zuliefererkontext unterwegs ist. Und da ist der Bereich Erschließung aus dem Bezirk Baden-Württemberg. Da sind Kolleginnen und Kollegen aus der Vorstandsverwaltung auch dabei mit den Kolleginnen und Kollegen. Und auch da von der, also jetzt nicht nur im Austausch-Konferenzformat, wie es wir kennen, bis hin zum Arbeitskampf gemeinsam zu überlegen, was können wir da voneinander lernen. Also ich glaube, da funktioniert das noch sehr intensiv und sehr gut. Und da gibt es sicher auch nochmal weitere Beispiele. Vielleicht müssen wir diese Beispiele, die wir haben, nochmal stärker kommunizieren, damit das sozusagen auch nochmal breiter diskutiert werden kann. Aber ich glaube, da ist die IG Metall sehr erfolgreich unterwegs mit einem konkreten Ansatz von internationaler Arbeit mit Bildungsarbeit sozusagen zu verknüpfen und dann auch wirklich bis zu Kernelementen von Auseinandersetzungen, die wir auch begleiten gemeinsam. Und die Kolleginnen und Kollegen sind natürlich auch oft hier. Wir hören zu, wir lernen von den Kolleginnen und Kollegen. Auch wenn ihr weitere Beispiele wisst, dann können wir das Bild gerne ergänzen. Und dann gebe ich jetzt noch mal mit den anderen Anmerkungen, gerade mit dem Erreichen von Schülerinnen und Schülern, erfolgreiche Projekte noch mal zurück. Vielleicht gibt es ja auch Impulse, Anmerkungen von eurer Seite noch mal. Also zur Schule spreche ich sehr gerne, weil ich tatsächlich in Bildungsarbeit gestartet bin mit Berufsschularbeit und da total unterschiedliche Erfahrungen davon gemacht habe, wie Zugänge zu Schulen sein können. Und da ist es wirklich so, dass es einmal durch das föderale System unterschiedlich ist, also wie sind überhaupt die Gegebenheiten, aber es ist auch von Schule zu Schule unheimlich unterschiedlich. Also es gibt Schulleitungen, die empfangen einen quasi mit offenen Armen und man kann sich sogar im Lehrerinnenzimmer irgendwie kostenlos Kaffee holen, kriegt jeden Unterricht, den man gerne haben möchte. Das ist total super. Da kann man dann wirklich in fast alle Klassen reingehen und irgendwie was zu Gewerkschaften erzählen und man hat auch sehr viel Freiheiten. Und es gibt Schulen, wo man wirklich jahrelang erstmal davor steht, mit einem gewissen Abstand, weil man das Gelände nicht betreten darf und davor Schülerinnen und Schüler irgendwie
anspricht. Und wenn man Glück hat, dann trifft man da vielleicht mal irgendwie eine mutige Lehrkraft, die sagt, hey, komm zu uns in den Unterricht. Oder eine SV, die irgendwie anspricht und sagt, hey, können die nicht bei uns mal irgendwie in den Unterricht reinkommen? Da sind einfach die Zugänge, glaube ich, total unterschiedlich, wie man da rankommt. Aber es lohnt sich, weil man eben da Auszubildende auch anspricht, die man in den Betrieben nicht unbedingt kriegt, weil wir da nicht so organisiert sind. Gerade im Handwerk kann man da in Klassen reingehen und über Rechte von Auszubildenden sprechen, wo wirklich ganz massive Rechtsverletzungen vorliegen und man auch Leuten tatsächlich direkt helfen kann, wenn man den direkten Kontakt auch zur Geschäftsstelle hat. Und deswegen glaube ich, dass Berufsschularbeit total wichtig ist und dass man sich aber vor Ort individuell eben die Zugänge zusammen schaffen kann, wenn da KollegInnen eben direkt auch vielleicht an ihre alten Berufsschulen rangehen oder mit Lehrkräften, wenn sie die kennen, Kontakt suchen. Dann glaube ich, sind da die individuellen Zugänge total wichtig und da kann man wirklich total viel Leute erreichen, die wir sonst nicht erreichen. Deswegen finde ich Berufsschularbeit wirklich immer super wichtig. Dankeschön, danke, Charles. Genau, Berufsschulen sind das eine. Wir haben ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, bei uns im Bezirk ist die Berufsschultour lange Zeit in der Bezirksleitung schon aufgehängt und in Sachsen gibt es wirklich wenig Schulen, die uns überhaupt reinlassen. Es wird sich dann auf die politische Neutralität berufen und nur die Bundeswehr darf rein. Genau, aber an allgemeinbildenden, weiterführenden Schulen ist es dann nochmal teilweise mit einer ganz anderen Dringlichkeit diskutiert, weil nicht klar ist, ne, wenn Ehrenamtliche von uns kommen, die dann jung aussehen und so, als würden sie auch am Wochenende vielleicht mal in einen Club feiern gehen, bekommt dann schon der eine oder die andere Lehrkraft das Schwitzen und fragt sich, ob das in Ordnung ist, die wirklich auch reinzulassen und ob das seriös ist. Und also ne, es sind immer wieder Diskussionen und wir stoßen schon bei Berufsschulen, die ja dann doch nochmal irgendwie einen ganz anderen Bezug zu Gewerkschaften an sich haben, an Mauern und bei allgemeinbildenden Schulen, wie Shari schon gesagt hat, ist es, steht und fällt das, glaube ich, vor allem mit den Leuten, die dort arbeiten und in entscheidenden Positionen sind und je nachdem, ob die vielleicht auch aktiv in der GEW sind oder nicht, sind wir da willkommener oder weniger willkommen. Dankeschön. Ja, vielleicht zunächst ein Wort zu der internationalen Zusammenarbeit. Das finde ich ein extrem wichtiges Feld. Wir sehen es auch in der politischen Bildung. Wir haben über Jahre hinweg ein außerschulisches Bildungsnetzwerk in Europa entwickelt, das Networking European Citizenship Education Programm. Und das ist quasi, erstreckt sich über alle europäischen Länder und auch nordafrikanische und mittel- und osteuropäische Länder, die nicht Mitglied der EU sind, sind mit dabei. Das ist eine sehr wichtige Arbeit, weil du auf diese Art und Weise die Grenzenlosigkeit von Bildung, auch von politischer Bildung, viel eher zu fassen kriegst, als wenn du aus deinem nationalen Container heraus Bildungsangebote machst. Allein schon die Begegnungen und der Austausch sind da ein Riesenkapital. Es gibt allerdings, und da sind wir gerade in einem Projekt drauf gestoßen, eine schwierige Situation zum Beispiel bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die haben meistens keine richtigen Arbeitnehmervertretungen in mittel- und osteuropäischen Ländern zum Beispiel. Wir haben so ein Projekt, das nennt sich Civic Scouts. Das läuft in Bulgarien, Kroatien und in Deutschland und in Rumänien. Und da sozusagen ist eigentlich bis auf Deutschland ist die Arbeitnehmerstruktur sehr unausgeprägt in diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Trotzdem ist es wichtig, das Thema Arbeitswelt da in den Blick zu nehmen und das nicht deshalb außen vor zu lassen. Aber es ist ungleich aufwendiger, dort entsprechende Vernetzungsarbeit auch länderübergreifend herzustellen, als wenn du sozusagen Gewerkschaften hast, Betriebsräte hast, die da entsprechend als Partner mitwirken. Das ist das eine. Das zweite, Kenan, du hast das Beispiel der Paten genannt, finde ich eine super Idee. Ich kenne das übrigens aus der DDR. Da hatte jede Schulklasse eine Patenbrigade.
Also es war auch immer sozusagen das eins der beliebtesten Ämter der Schüler, Ehrenämter, nämlich der Verbindungsmann oder die Verbindungsfrau zur Patenbrigade zu sein. Weil das führte meistens dazu, dass du da eingeladen worden bist zu irgendwelchen Betriebsfeiern und so weiter. Aber nicht nur das, sondern der Transfer, der quasi flächendeckend dadurch zustande kam zwischen Produktionskontexten und schulischer Bildung, der ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Und das sozusagen dafür Formate zu finden, die vernünftig sind, die Wissenstransfers organisieren, die was erzählen über gewerkschaftliche Arbeit, ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Letzte Frage war die nach der Wirkung politischer Bildung. Also Wirkungsmessung in der politischen Bildung ist ein echt eigenes Kapitel und ist sehr schwer zu realisieren. Aber wir versuchen natürlich mit entsprechender Befragung der Teilnehmenden von solchen Formaten herauszufinden, machen wir das richtig, welche Effekte hat das? Und da sind wir zum Beispiel bei etlichen der Medienformate auch darauf gestoßen, dass die Nachhaltigkeit überschaubar war. Das ist sozusagen aber nicht flächendeckend so. Du hast Formate, die ein Potenzial haben und man muss herausfinden, wie sozusagen diese medialen Angebote sozusagen in die Nachhaltigkeit kommen. Also kriegst du Anschlussszenarien, kriegst du mehr Kontexte geschaffen für solche Impulse oder eben nicht. Und ich hatte ja vorhin so ein Beispiel genannt mit der Hatice Schmidt. Wir hatten vorher ein Webvideoprojekt gemacht, wo wir keine Moderation für die Kommentarspalten hatten. Und da ist sehr viel diskutiert worden, ohne dass wir das sozusagen als ein bildungspolitisches Potenzial gesehen haben. Und es kam als zum Beispiel aus so einer Evaluation dieses ersten Projektes heraus, woraufhin wir eben reagiert haben, dass wir andere Webvideoformate oder solche Influencer-Projekte eben viel mehr mit begleitender, interaktiver Moderation versehen haben. Und dann hatte es tatsächlich auch einen entsprechenden Wert. Dann hatten wir sozusagen sehr viel ausprobiert in medialen Formaten, auch im Fernsehen, wie man an sogenannte bildungsbenachteiligte Zielgruppen kommt und haben, bevor die beiden überhaupt bekannt waren, Joko und Klaas für eine Kooperation gewonnen, die damals auf, ich glaube, RTL 2 oder sowas, also der politikfreiesten Zone des deutschen Fernsehens, das ist deshalb unser Lieblingssender gewesen, wie wir da sozusagen ein Wissensvermittlungsformat entwickelt haben. Und wir dachten, wir erreichen da wirklich eher die Fanbase von diesen beiden. Und zu unserer Überraschung waren die Hälfte der Zuschauer dieses Formats Leute, die ein Abitur oder noch eine akademische Ausbildung hatten. Und es gab sozusagen Hinweise darauf, dass das Interesse dieser Zielgruppen, also der akademischen Zielgruppen, war zu wissen, was da eigentlich sozusagen bei bildungsbenachteiligten Zielgruppen abgeht. Also eher ein voyeuristisches Verhältnis dazu, Teile der Gesellschaft zu verstehen, denen man selber nicht angehört. Das ist ein sehr interessantes Phänomen gewesen, weil es uns sozusagen aufgezeigt hat, dass solche medialen Formate, die viele Leute erreichen, einfach auch hinsichtlich der Zielgruppen nochmal ausdifferenziert werden müssen mit entsprechenden Anschlussangeboten. Aber ich kann dir nur sagen, das Bild ist ziemlich plural. Es gibt sehr erfolgreiche, wirksame Formate. Man kann auch sagen, der Wahl-O-Mat ist durchaus wirksam, weil wenn jeder dritte Nutzer, dann sind das über 6 Millionen Nutzer, also fast 7 Millionen Nutzer, die sozusagen Anschlussangebote auf der Website der Bundeszentrale nutzen, um sich selbst zu bilden und vorzubereiten auf die Bundestagswahlen. Denn die Textsorte von Wahlprogrammen von Parteien sind eine Textsorte, die jetzt nicht gerade massentauglich ist, um das mal so vorsichtig zu sagen. Böse Zungen sagen, Parteiprogramme werden geschrieben, damit die Parteimitglieder wissen, worauf es ankommt. Richten sich aber tendenziell von ihrer ganzen Wortwahl und Ästhetik der Verschriftlichung der Programme dann nicht an die breite Bevölkerung, sondern schon eher an die Multiplikatoren der eigenen Partei.
Und das zu übersetzen in ein Format, was eben für alle tauglich ist und was noch dazu spielerisch ist, das war eine sehr spannende Erfahrung, die ja, eher sozusagen dann auch als Beifang durch die mediale Wirksamkeit und Multiplikation sehr erstaunliche Effekte hatte. Wir können es sogar messen, wann der Wahl-O-Mat am meisten genutzt wird, nämlich in den ersten Tagen und in den letzten 3 Tagen, inklusive des Wahltags. Da gehen die Leute alle nochmal auf den Wahl-O-Mat. Und dann gibt es das sogenannte Kanzlerduell. Und zwar gab es einen Wahlkampf, wo Steinbrück und Merkel aufeinander getroffen sind. Und das ist das einzige Kandidatenduell, wo es 3 Moderatoren gab. Und einer dieser 3 Moderatoren war Stefan Raab. Und der hatte die erste Frage gestellt. Frau Bundeskanzlerin, haben Sie denn schon den Wahl-O-Mat gemacht und was ist bei Ihnen rausgekommen? Und daraufhin schnellte, das können wir messen, daraufhin schnellte der Zugriff auf über 1,5 Millionen Zugriffe innerhalb dieser 1,5 Stunden Kanzlerduell hoch. 1,5 Millionen, das muss man sich mal vorstellen, was das für eine mediale Kraft hat. So, und das sind halt solche Geschichten können wir tatsächlich messen und daraus eben auch unsere Konsequenzen ziehen, wie wir die Angebote justieren. Vielen Dank. Wir sind zeitlich leider schon durch, Thomas. Wir wollten mit dir gemeinsam darauf gucken, wie habt ihr euch verändert, wie begegnet ihr den Herausforderungen. Wir wollten über die Zukunft der politischen Bildung sprechen und mit euch als Bundeszentrale für politische Bildung, mit dich als Präsidenten der Bundeszentrale, dann auch so ein bisschen Realitätscheck mit unseren IG Metall-Erfahrungen, mit unseren IG Metall-Praxen und mit euch ins Gespräch kommen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, die mit dabei waren, aber natürlich auch sehr intensiv. Thomas, Jakob, Schari, vielen Dank für die intensive Debatte und für euer Dabeisein. Einen Glück.